Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Und ich war schon mal so frei und habe die Quest mit Alkibiades ausgewählt. Ja, komm. Noch ein Stückchen, mein Freund. Scheinbar. Ich spring aus 1000 Metern Höhe und überlebe es. Ich könnte gegen ihn jetzt kämpfen, ich würde ihn wahrscheinlich auch besiegen, der ist ja ein Level unter mir, das sollte gehen. Aber ey, ich bin irgendwie des Kämpfens müde. Wie souverän der die hier hochrennt. Und ich würde auch gerne die Quest dabei machen. Muss ich schon den Söldner verfolgen? Oh, das ist doch der Kollege, der so stark ist. Der Sirenensohn. Ja, vielleicht. Musst du Sirenensohn. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Na toll, voll versimmelt. Raufboldrüstung. Aber leider erst ab 38. Thank you.
Geh los. Du scheinst immer dann aufzutauchen, wenn ich dich brauche. Ich habe wohl verborgene Kräfte. Kommt es jemals vor, dass du mich nicht brauchst? Guter Punkt. Der Politiker, den ich nach Hause brachte. Wir hatten ein bisschen Ärger. Das ist ja furchtbar. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, zum Glück haben wir es beide überlebt. Oh, verstehe. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Bist du etwa enttäuscht? Ich bin nur beeindruckt, dass du euch beide retten konntest. Du hast gesagt, du brauchst etwas? Ah, gleich wieder zum Geschäft. Hm? Gut, es ist einfach, wirklich. Du sollst mir lediglich einen Gegenstand von großem ideellen Wert beschaffen. Was soll ich für dich finden? Es ist ein Olispus. Würde er auf dem Boden liegen, würdest nicht mal du dich bücken, um ihn aufzuheben. Aber mir bedeutet er sehr viel. Ihn wieder in den Händen zu halten, bedeutet mir mehr, als du ahnst. Ich hätte nie gedacht, dass du eine sentimentale Ader in dir hast. Ich bin viel mehr als ein hübsches Gesicht und wallende, blonde Locken. Zum Beispiel? Nun, mal sehen. Viele vergessen, dass ich ein Weise bin. Herikles ist nicht mein Vater. Ich weiß, wie es ist, seine Familie zu verlieren. Ah, das haben wir gemeinsam. Es steckt doch mehr in dir, als ich gedacht hätte. Nun, wo waren wir? Du bist erwachsen. Hol ihn dir selbst. Das stimmt. Aber es könnte durchaus sein, dass die Frau, die ihn hat, nicht sehr erfreut wäre, mich wiederzusehen. Es muss doch eine Geschichte geben zu diesem Ding. Wenn du den Olispus siehst, wirst du verstehen. Wenn du ihn in der Hand hältst, an deiner Haut spürst, wenn du sein Gewicht fühlst, wirst du verstehen. Jedes Mal, wenn wir reden, bist du im Begriff, mit jemandem zu schlafen. Oder würdest gern. Oder bist gerade fertig. War diese Frau deine letzte Liebschaft? Wer sagt, dass ich mit ihr schlief? Ach, nur so eine Ahnung. Wie findest du noch Zeit für irgendwas anderes? Überlegene Willenskraft. Es geht um die Nähe, die man nur in diesen Momenten spürt. Wer sehnt sich nicht danach? Guter Punkt. Ich hole den Olispus für dich. Es ist möglich, dass die Frau ihn selbst behalten möchte, um mich zu ärgern. Am besten bleibst du ungesehen und beeilst dich. Sie lebt östlich von hier. Keine Sorge, du wirst ihn bald wieder haben. Er ist aus Stein. Könnte wohl funktionieren. Was? Haben wir den schon? Ach, da ist das Prachtstück. Du hast ihn. Ich hatte ihn anders in Erinnerung und auch nicht so groß. Sie wird ihn vermissen. Er hat nie dir gehört, oder? Das war ein Diebstahl. Es ist nicht irgendein Olispus. Es ist ein Familienerbstück und das Selbstvertrauen eines Gatten. Ohne ihn muss er sich auf seine Frau konzentrieren, statt auf das Geschäft. Ich schätze, das dürfte ihr sehr gefallen. Er hat also ideellen Wert. Nur nicht für dich. Das Einzige, was zählt, ist, dass du den Olispus besorgt und mir sehr damit geholfen hast. Was ist mit mir? Na, na, eine Hand wäscht die andere, oder? Schließlich gibt es einen Grund, warum du mich nie abweist. Wie wär's, wenn ich dir zeige, welchen Unterschied dieser Olispus machen kann? Ach komm, warum nicht? Weißt du, du hast mich neugierig gemacht. Probieren wir's aus. Ich wusste, dass es dich reizen wird. Das war mal was anderes. Oh ja, aber man gewöhnt sich dran. Ich hoffe, du hast recht. Nun gut, steinhart, ja. So, wo geht's denn jetzt hin? Alcibiades scheint immer noch für uns Aufträge zu haben. Ah.
Und ich laufe mit dem Söldner nicht über den Weg. Wir fassen die Wachen sicher gut auf. Bessere Preise gibt es nirgends. Wieder ein bisschen Geld machen. Ah, schade, dass es keinen Gesamtwert gibt von den ganzen Sachen. Das wäre gut. Wir sehen uns später. Und wieder ein Söldner. Ah, der. Klar, ich habe natürlich mit dem Ladenbesitzer geredet. Vielleicht können wir es mit dem Pferd beschleunigen, falls das hier überhaupt ankommt. Los, Phobos! Ja, ein bisschen was, nicht viel. Weil hier können wir schon wieder runter. Aber was soll's. Ein paar Sekunden haben wir eingespart. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ich habe wirklich diese Kraft. Ich sagte doch, ich könnte dich heraufbeschwören, wenn ich dich brauche. Und nun ist es wieder passiert. Und wofür dieses Mal? Mein Freund hier muss unbedingt zum Heiligtum in Eleusis, nahe der Grenze nach Megaris. Das letzte Stück der Reise über die Grenze schafft er dann allein. Wenn du die Kraft hast, mich herbeizurufen, wenn du mich brauchst, hör auf, sie zu nutzen. Oh, ich... Nein, das wäre zu einfach. Und überhaupt, die Kraft funktioniert nicht jedes Mal, leider. Du warst letzte Nacht nicht bei mir, egal wie oft ich an dich gedacht habe. Also, zur Sache. Ich soll deinen Freund nur über die Grenze bringen. Ja. Und sonst nichts? Vorsichtig, wenn es geht. Meide Straßen, Menschen. Sei unsichtbar. Meinem Freund darf nichts zustoßen. Ich passe auf ihn auf. Das hatte ich gehofft.
Immer wenn ich etwas heimlich für dich tun soll, stirbt jemand. Worum geht es diesmal? Nicht jeder hat so wunderbare Muskeln wie du für... Nun ja, für alles halt. Manche gehen Kämpfen eben besser aus dem Weg. Und mehr verlange ich dieses Mal gar nicht. In der Gegend gibt es viele sichere Wege. Das schafft ein Freund auch alleine. Vielleicht. Aber stell dir vor, ihm passiert etwas und du rettest ihn. Stell dir nur vor, wie ich dir meine Dankbarkeit zeigen würde. Warum kommst du immer zu mir? Du hast dich als würdig erwiesen. Und ich sehe gern zu, wie du weggehst. Machen wir uns auf den Weg. Er muss zum Heiligtum in Eleusis. Es ist nicht weit, auch wenn es länger dauern könnte als gewöhnlich. Gar kein Problem. Ich bin froh, dass wir nicht übers Meer reisen. Okay, gut. Es hat mir von dir erzählt. Du seist von den Göttern gesegnet. Na los! Mega unauffällig, erstmal alle wegreiten. Folgt dir. Ja, Mädel, wir sollten uns bei. Ah, so ist es besser. Ich war schon ganz verschwitzt unter der Kapuze. Du bist eine Frau. Schön, dass es dir auffällt. Alcibiades sagte... Genau, was er sagen sollte. So ist es sicherer. Ich schulde Alcibiades viel für seine Hilfe. Und dafür, dass er dir mein Leben anvertraut hat. Genug gelogen. Was geht dir vor sich? Ich gab vor, ein Mann zu sein, damit mich niemand erkennt. Ich musste meinem Gatten ungesehen entkommen. Und du vertraust Alcibiades? Niemand entkommt meinem Mann. Schon gar nicht ich. Es war hart. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ausgehalten hätte. Lass mich raten. Alcibiades schuldet dir einen Gefallen. Oder er möchte, dass du ihm etwas schuldest. Ich weiß nicht, was du meinst. Er hat mich um nichts gebeten. Und es würde ihm auch nicht ähnlich sehen. Ich kenne viele Menschen, denen er ganz uneigennützig geholfen hat.
Schön, dass ich helfen konnte. Richter Alkibiades, das meinen Dank aus. Ich wünschte nur, ich könnte ihm mehr anbieten. Und dir. Für eure Hilfe. Ich werde euch beide nie vergessen. Scheinbar tut er doch viel mehr gute Dinge, als man auf den ersten Blick denken mag. Ich muss mich verdeckt halten. Okay, der Söldner scheint wegzugehen und aktiviert es. Oder? Ja, die Musik lässt ja schon darauf schließen. Die Sonne und der Mond zusammen sind nicht so schön wie die Braut, die mir versprochen wurde. Wenn die Götter mir hold waren, dann mit halbgeschlossenen Augen. Doch bei ihr haben sie die Augen weit offen gehalten. Beeindruckend. Hätte ich nur die Worte gehört, würde ich dich für einen Poeten halten. Und meine Worte werden ihr nicht einmal annähernd gerecht. Dann bist du also verliebt? Ja, die Hochzeit naht. Und es gibt noch so viel zu tun. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Du stimmst zu, bevor du weißt, worum ich dich bitte? Ich bin sehr überrascht. Mir fehlen noch einige Dinge. Nahrung für eine Opfergabe, ein Ring und ein paar Blumen. Bring sie zu meiner Braut Iris. Sie weiß dann, was zu tun ist. Ich kenne dich schon eine ganze Weile, aber Iris hast du noch nie erwähnt. Ich habe vieles noch nicht erwähnt. Und für dich gilt sicher dasselbe. Also, was hat diese Iris an sich, das dich zu, naja, zu dem hier macht? Du bist nicht eifersüchtig, oder? Keine Sorge, sie ist sehr offen. Ich schätze, das gefällt mir vielleicht am meisten an ihr. Ihre Offenheit. Also, Blumen, ein Ring. Wo finde ich Iris? Sie sollte am Altar der Liebe sein. Ein passender Name, nicht wahr? Oh, und lass dich von ihrer Schönheit nicht verwirren. Ich glaube, das wäre ein angemessenes Opfer. Hoffentlich genügt dieser Schmuck Alkibiades Ansprüchen. Ring, Blumen, Nahrung. Genau das braucht meine Liebe. Wieso habe ich das alles schon? Also, Blumen... Sie sollte am Altar der... Okay, ich scheine doch noch nicht alles zu haben. Gut, sehr, sehr gut. Oder habe ich es doch schon? Findet es nicht nötiger? Liebe für sich im nordwestlichen Teil. Ich glaube, ich habe doch schon alles und kann das dann direkt dahin bringen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.